Spinner, da darfst du dich ruhig angesprochen fühlen. Denn das ist das Thema dieses Videos. Tja, ich will mir ja nicht die Hände an dir schmutzig machen, aber an den Fischen auch nicht. Und dafür sind diese Handschuhe in erster Linie da. Denn momentan ist leider noch Makrelenzeit, leider in Anführungszeichen, denn eigentlich möchte ich mehr Forellen fangen. Aber Makrelen sind viel da und die sind halt extrem schuppig und verlieren auch ihre Schuppen schnell. Und dafür sind diese Nitrilhandschuhe ideal. Aber nicht nur dafür, sondern besonders, wenn es halt regnerische Tage sind. Weil ich zum Beispiel kriege 1, 2, 3 eiskalte Finger, wenn es eben regnet und dann noch ein bisschen Wind geht. Und mit den Nitrilhandschuhen hast du die Hände eben vor Feuchtigkeit geschützt. Das reißt dich so schnell ein, wenn du dir die Schnur darüber ziehst und hast eben warme, trockene Finger. Irgendwas kleines, ein kleiner Lühl wahrscheinlich, ein kleiner Poller. Oder? Ja, ein kleiner. Das Angeln mit Spinnern ist in Norwegen zwar nicht so populär, macht aber eben durchaus Sinn, gerade auf Meerforelle, das ist der eigentliche Zielfisch, Lachs und dann abgestuft Makrele und eben auch Pollack nimmt die Viecher. Ich verwende ziemlich schwere Spinner, um die 20 Gramm, also einfach weil man hier in Norwegen Wurfweite braucht, um die Fische zu erreichen, aber auch eben Meerforelle ist ziemlich tricky, um eben genug Strecke zu haben, den Fisch heiß zu machen. Die klassischen Maps kennt man ja in Deutschland. Eigentlich der populärste Spinner, der typische Maps Aglia. Den gibt es auch als Longblade, den ich auch für Norwegen eher empfehlen würde. Aber die Maps Spinner sind relativ leicht. Also gerade hier, das ist ein Maps 3, typischer Forellenspinner in Deutschland. Der reicht aber in den Fjorden auf keinen Fall, weil eben die Wurfweite fehlt. In Norwegen selbst kann man zum Beispiel im Bildthema oder im Sport Outlet diese Spinner kaufen. Die haben auch eine Longblade. Das sind sogenannte Kondomspinner. Die sind halt für Lachs und Meerforelle gedacht. Mit diesem Gummikörper dran und den Fransen, die ich allerdings hier zusätzlich noch dran gemacht habe. Der Vorteil von diesen Spinnerblättern in dieser Weidenplattform ist einfach, dass man sie schneller führen kann, beziehungsweise dass sie in schnelleren Gewässern auch noch funktionieren, ohne dass man wirklich eine monsterstarke Rute braucht, weil sie entwickeln halt nicht so viel Zug auf die Schnur. Das sind die Longplane-Spinner, Größe 4. Ich verwende am liebsten große Köder, weil ich eigentlich kleine Fische in der Regel auch vermeiden möchte. Ansonsten verwende ich gerne diese Bleispinner. Also die haben einen Bleikörper und eben auch Weidenblatt. Teilweise habe ich es aber auch in normalen Formen, das heißt hier in normaler Form. Knallige Farben, insbesondere für Meerforellen, sind rot, pink habe ich hier. Sehr interessant, aber auch durchaus mal ein bisschen Abwechslung, Kontrast, eben grün, dieses Chartreuse. Was ich natürlich in einem anderen Video schon erklärt habe, alle Spinner habe ich ausgetauscht, in dem Sinne zumindest, dass ich den Haken ausgetauscht habe, den Trilling ausgetauscht habe. Idealerweise natürlich ein Meerestrilling und den in einer Nummer kleiner, zwei Nummern kleiner, je nachdem, was man für Fischgrößen erwartet. Und möglichst sauscharf, also keine billigen Sachen, keine einfach starken, sondern möglichst zweifach, dreifach, vierfach starke Haken. Richtig scharf, wie zum Beispiel von der Marke Ohne. Das ist jetzt hier ein 20 Gramm Bleispinner, den ich eben drauf hatte, mit dem ich den kleinen Lühr, den kleinen Pollack gefangen habe. Und den tausche ich jetzt gegen einen norwegischen Spinner. Der Vorteil von diesen Kondomspinnern ist, dass sie relativ flach laufen. Ich habe hier eine flache Sandbank, deswegen jetzt dieser relativ flach laufende Kondomspinner. Spinner ist für viele halt so der Popelköder, der Einstiegsköder und auch bei mir war das einer der ersten Köder, mit dem ich auch gefangen habe, mit Kunstköder. Und man glaubt dann auch, da gäbe es eigentlich nichts zu lernen, man wirft das Ding aus, lässt es mehr oder weniger tief sinken und dreht dann einfach gleichmäßig ein. Aber ich habe hier gelernt, nach über 40 Jahren Angelpraxis, dass auch über Spinner einiges zu lernen gibt. Eben davon abgesehen, dass auf der Welt nicht nur die Maps-Spinner existieren, sondern eben eine ganze Reihe anderer Spinner. Einen habe ich jetzt nicht dabei, kann ich auch sehr empfehlen, der Phantom Martin. Der funktioniert anders, der läuft nicht auf der Achse, sondern da ist, ich habe den Köder nachgebaut, zeige ich euch mal. Also das hier ist jetzt ein Eigenbauspinner, ein Nachbau eines Phantom Martin.
Das Problem von den Phantom Martin, für mich das Problem ist, dass die einfach zu klein sind. Ich wollte halt große Spinner haben. Und man sieht jetzt hier, anders als die Map-Spinner, ist das Blatt direkt auf der Achse montiert. Ansonsten kennt ihr die Abu Atom Spinner. Die sind auch schon ein bisschen schwerer gewesen. Die habe ich natürlich auch mit Meeresdrillingen inzwischen bestückt. Die kennt man ja, glaube ich, schon aus Deutschland. Das sind so eigentlich so mehr so Hechtspinner, genauso wie der Bleikopfspinner. Fische ich aber selten, weil das wirft sich wirklich zwar weit, aber fischt sich eben wie so eine Bleibombe. Das ist dann nicht mehr so filigranes Spinnerfischen, wie man es gerne hätte. Auch beim Angeln mit Spinnern muss man natürlich besonders bei den Zielfischen Meerforelle die Tide beachten. Wir haben jetzt eben kurz vor der Low Tide angefangen und das ist meistens so, oh la la, da geht nicht allzu viel. Jetzt sieht man, fängt das Wasser an zu ziehen, weil langsam wieder Wasser in den Fjord reinkommt. Und dann könnte es vielleicht beißen. Ja, Makrele verleibt sich auch gerne diese Spinne ein. Sehr schöner Fisch, sehr gesund, sehr kampfstark, sehr räucherstark, aber oft verpönt. Die ist auch ein bisschen klein, daher geht sie wieder ins Wasser. Wie gesagt, Nitrilhandschuhe. Und keine Handschuhe. Unsere Mini-Bonitos. Schon wieder? Ich habe eine! Opa, hey. Sogar eine richtig gute! Die Meerforelle! Ja, cool, da freue ich mich aber jetzt richtig. Ich dachte, die kämpft aber gut, mein lieber Feuer, die Makrele. Eine knappe 40er, die blutet aber auch, die müssen wir leider sowieso mitnehmen. Warum die auch immer blutet? Wahrscheinlich hat sie sich zu sehr verausgabt. Hier so. Hui, der Forelle ging auf den billigen Kondomspinner, 20 Krona, umgerechnet noch nicht mal mehr 2 Euro. Allerdings halt, wie ich in einem anderen Video gezeigt habe, der Drilling, den muss man auswechseln, weil der Original-Drilling ist halt so ein klassischer Vierer oder gar Zweier, einfach starker Billig-Drilling für Süßwasser. Und das hier ist halt ein scharfer ST41. Tang zu retten, weil hier befreien die sich eher schlecht. Dorsch mag das noch auf die Reihe kriegen, aber Makrelen können mit so dichtem Bewuchs gar nichts anfangen. Dann drehen sie bloß durch und daher. Köderführung kann ich bisher in Deutschland oder früher in Deutschland, weil ich habe jahrzehntelang keinen Spinner mehr gefischt. Auf den Kanaren braucht man keinen Spinner fischen, aber hier in Norwegen, wie man gerade sieht. Und da muss man ein bisschen mal überdenken, auch an der Köderführung. Ein Stop funktioniert eigentlich eher selten beim Spinner, aber
die Geschwindigkeit variieren, gerade mal für die Meerforelle. Die hat es ganz gern, wenn irgendwas wieder wegschwimmt und man langsamer wird. Das heißt, wenn man jetzt hier auf die Rolle guckt, mache ich immer gern 1, 2, 3 schnelle und dann wieder langsame Kurbelumdrehung, um praktisch so einen Fluchtreflex zu aktivieren, bei dem die Meerforelle dann zuschnappt. Dafür sollte man eine Rolle haben, die auch einigermaßen schnell ist. Also eine Übersetzung von 4,6 zu 1 oder sowas. Oh, da war schon einer. Hast du gesehen? Sehen wir gerade. Da war wieder einer hinterher. Da kann man eigentlich nichts reduzieren. Also für eine Meerforelle braucht man eine schnelle Rolle auch. Und wie gesagt, die Variation der Kurbelumdrehung. Der Spinnerblatt sollte dabei eben niemals wirklich stoppen. Also damit habe ich zumindest mit Spinnern keinen Erfolg gehabt. Das Problem beim Spinnfischen mit Spinnern ist, wie man hier sehr schön sieht, der Schnurdrall. Dadurch, dass sich der Spinner halt dreht, verdreht sich eben die Schnur und diesen Drall kriegt man eben mit verschiedenen Methoden wieder raus. Entweder muss man dann das Ganze per Hand selber rauswurschteln oder man fischt eben mit Wirbel, mit mehreren Wirbeln, das mache ich meistens. Aber dennoch hat man immer einen Rest von Schnurdrall, den man eben nicht wegkriegt beim Spinnerfischen. Also ich habe hier in dem Fall einen Dreifachwirbel montiert und unten am Spinner nochmal zusätzlich ein Wirbel. Dennoch kann das nicht komplett den Drall entfernen. Jetzt habe ich auf einem amerikanischen YouTube-Kanal gesehen, die sich speziell mit der Fischerei auf Salmoniden, mit Spinnern und Blinkern beschäftigen. Die fischen Spinner komplett ohne Wirbel, direkt an die Schnur geknotet. Und erwähnen zwar nicht, dass das irgendwie den Drall reduzieren würde, aber dass der Spinner früher anspringt, das ist wohl das Entscheidende. Man wird praktisch aus, macht die Rolle zu, kurbelt und der Spinner dreht sich sofort. Und das hat man natürlich beim Fischen mit Tönchenwirbeln nicht. Weil da muss man eben erstmal diesen Drall, den die Tönchenwirbel abfangen, überwinden. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich den Köder direkt an die Schnur knote. Also jetzt für mich auch die Premiere, Spinner direkt an die Schnur geknotet, ans Fluorcarbonvorfach. Und auch hier kein Wirbel, kein irgendwas. Ich stelle mir jetzt vor, dass das Ganze sich total verdrallt. Ich bin gespannt. Auch natürlich hinsichtlich des Punktes, ob der Spinner sofort anspringt, wenn ich halt die Rolle schließe und die erste Kurbelumdrehung mache. Wow, da draußen ist aber einiges los. Also der Spinner springt definitiv früher an, das kann man sagen. Und die Makrele. Oder? War nicht sicher. Bin gespannt. Ich glaube, Makrele müsste sein. Hui. Ja, jetzt. Und hopp. Dann machen wir mal 10 Würfe und dann gucken wir uns mal die Schnur an. Ja, doch, man merkt, das ist auch massiv. Der spielt ja sofort online. Das kann natürlich der Unterschied sein zwischen später Biss oder sofort Biss. Schon wieder ein? Ja, nach vorne. Ein Miniaturseelachs. Ja. Yeah. Scheint gut zu funktionieren mit dem neuen System. Ja, ich bin auch überrascht, aber angesichts gerade hier bin ich echt gespannt, was gleich mit der Schnur passiert ist. Das fängt nämlich jetzt schon an mit dem Drall. Das ist ja wahrscheinlich ein Pollack, oder? Wieder ein Miniatur-Pollack. Also direkt an die Schnur geknotet ist der Spinner auf jeden Fall effektiver. Aber man sieht, der Schnurdrall, der wird eben dann gar nicht gestoppt, sondern der geht halt wirklich voll aufs Zwirn. Da muss ich mal gucken, wie ich das nachher da wieder rausgefriemelt kriege. Sag mal, in welche Richtung dreht sich eigentlich so ein Spinnerblatt? Ist das auf der nördlichen Halbkugel anders als auf der südlichen? Ich stelle mir die Frage, wenn Spinner sich zum Beispiel alle in die gleiche Richtung drehen, dann würde ich natürlich immer mehr Schnurdrall kriegen. Habe ich aber einen Spinner, der meistens sich eben nach links dreht und dann einen anderen Spinner, der sich meistens nach rechts dreht, dann würde ich ja den Schnurdrall rein theoretisch wieder rauskriegen. Das gucken wir jetzt uns an. Und hier ist wieder die Go Fishcam und daran auch ohne Endwirbel der Spinner, den ich eben auch montiert hatte. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung sich die Welt dreht.
Der Clip wird hier vierfach verlangsamt gezeigt und obwohl die Kamera mit 60 Bildern pro Sekunde aufnimmt, ist die Drehrichtung kaum zu erkennen. Man sieht es aber an der Kamera, die trotz ihres Eigengewichts von 100 Gramm nach links gedreht wird, sodass die Wasseroberfläche rechts erscheint. Auch der Eigenbauspinner Penta Martin zeigt einen massiven Rechtsdrall. Klassische Maps-Imitation von Balsa DRM. Ja, und dieser klassische Spinner dreht im wahrsten Sinne des Wortes komplett durch. Er zeigt so einen massiven Rechtsdrall, dass sich sogar die Kamera mitdreht. Wenn man ihn langsamer führt, dann stabilisiert er sich etwas. Hier übrigens in Echtzeit. Auch interessant, der unterschiedliche Sound, den die Spinner produzieren. Halten wir also als Ergebnis von diesem kleinen Versuch fest, alle drei Spinner zeigten einen Rechtsdrall. Wenn das bei allen Spinnern so ist, dann wäre die Frage warum. Vielleicht kann einer von euch diese Frage beantworten.